Kurz vor den Mauern unserer Stadt steht eine Nervenklinik, wie sie noch keiner gesehen hat. Sie hat das Fassungsvermögen sämtlicher Einkaufszentren der Stadt. Gehen dir die Nerven durch, wirst du noch verrückter gemacht. Auf meiner Fahrt in die Klinik sah ich noch einmal die Lichter der Stadt. Sie brannten wie Feuer in meinen Augen. Ich fühlte mich einsam und unendlich schlapp. Deinen Fernseher ein bisschen leiser machen? Jo. Ey, hey, was Nutte. Hau ab. Tschüss. Weil irgendwie ist ja heute Weihnachten. Heute zwar noch nicht, aber bald. Und da haben wir uns gedacht, dann machen wir einfach mal eine besinnliche Sendung. So inne führt Herz. So einfach so zum gut fühlen, ja? So. Ja, mal so ganz anders als sonst. Nicht so wie immer so, ey, du Arsch, was willst du? Sondern, hallo Anrufer, ich freue mich, dass du kurz vor Weihnachten dich mit mir unterhältst. Toll. Haben wir jetzt einen Anrufer? Wir haben keinen Anrufer, aber die Kerze brennt. Die stelle ich mal hier hin. Wo war die Kerze vorher? Das ist eine Privatkerze. Halt. Ja. Bist du nett? Ja. Ich wundere mich, dass es so eine Leute auch noch geben kann. Ey, natürlich. Rede mit mir. Ja, ey, hier ist Stefan aus Neugraben. Ey. Du bist der Bitch, du Motherfucker. Mach's mir ohne. Tschüss. Heute sind wir da eiskalt. Ganz konsequent. Ich werde doch ja nicht mehr kommentieren, euch Fischköppe. Macht das jetzt einfach so, wenn ich genervt bin von euch. Ich denke, bumm, aus. Weg. Hallo. Einfach weg. Hallo Anrufer, du noch nicht. Hallo Peter. Hier ist Alex. Alex! Jo. Ey, wie geht's dir denn? Was? Wie geht's dir denn? Heute? Ja, so insgesamt, so als Versager. Es geht. Mittelmäßig. Nicht so böse. Hä? Warte, ich krieg jetzt gerade erst in auf den Kopf gehauen. Wie die stinkt ja. Wie viel, was? Die stinkt aus der Muschi. Ich hab das heute ernst gemeint. Ich will heute ernsthaft mit euch reden. Das ganze Konzept dieser Sendung vielleicht mal ein bisschen ändern.
vielleicht einfach nicht immer diese überhebliche Tour von mir. Ey, ihr könntet ja so nicht, sondern ich trau euch einfach. Mein Gott. Und dann haben wir jetzt schon eine harte Telefonzensur und dann kommen immer noch so eine Schwachköppe durch. Obwohl, Philipp, ich sehe die Telefonnummer gar nicht mehr eingeblendet. Deswegen. Also wenn ich nicht, wenn ich vernünftig rede, dann kann ich auch da drauf bleiben auf der Sendung. Hallo? Hallo Anrufer! Achso, ja, ich bin schon drauf. Ey, hallo? Ja, hallo? Siehst du mich? Ja. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Kannst du vernünftig mit mir reden? Ja, warte mal kurz. Ich trau dem nicht. Traust du dem? Ja? Ja, rede. Na, wie geht's dir, du alter Wichser, du Penner? Ach. Also zumindest der Anfang war heute nett von mir. Ja, von dir schon. Also da konnte nun Kinder jetzt was sagen. Andersrum denken wir, wenn wir keine vernünftigen Anrufer kriegen, dann wird einfach nicht mit euch telefoniert. Genau. Wir können diese Sendung auch eine Stunde so gestalten, dass es uns relativ viel Spaß macht und euch nichts bringt. Ja, Peter, was hast du denn zu Weihnachten bekommen? Ey, ist ja noch erst in 2 Tagen. Und was denkst du deine Mutter? Mama ist ja tot schon lange. Wieso? Ja, die ist ja damals bei der Geburt. Man kann das jetzt ja auch mal... Ihr fragt euch natürlich immer, wie das zu meiner Jugend so gekommen ist. Ohne Mama aufzuwachsen war natürlich hart. Papa hat keine neue Mama gekriegt. Kannst du dir vorstellen? Nö. Wie ist denn deine Jugend so verlaufen? Schlecht. So bis heute jetzt, so sag mal. Schlecht. Was ist denn da so schlecht? Ja, nur schlechtes Leben gehabt. Wer benachteiligt dich denn? Alle. Wie alt bist du denn? 15. Und möchtest du auch mal vielleicht so werden wie ich? Mhm. Ja? Ja, ist ein gutes Leben. Ist ein gutes Leben? Mhm. Du bist jetzt ein Anrufer, ich sag das jetzt einfach mal so offen, der mich quasi überfordert, weil du irgendwie gut bist. Du bist gesprächig, lässt mich ausreden und raus bist du. Wieso? Weil, ich meine, daran hat sich nichts geändert. Diese Sendung funktioniert eben halt nur, wenn du einigermaßen Hallo? Nee, das war was anderes. Kommune war was anderes. Hallo, Peter. Kommunion! Du, wenn du richtig kommunieren kannst. Ja, kann ich. Rede. Okay, Motherfucker, ich bin's nochmal, du Bitch. Ich meine, da ist ja jetzt nur eine Telefonnummer eingeblendet. Daran kann es ja nicht liegen. Oder die guten Anrufer rufen bei der Hotline an und wundern sich natürlich, dass da jetzt besetzt wahrscheinlich sein wird. Weil da werden viele anrufen. Ja, ey, dann, wenn wir keine vernünftigen Anrufer kriegen, kommen wir jetzt einfach mal zum Ausblick zur nächsten Woche. Da wird das ganz toll hier, ganz interessant. Hallo, Peter. Hallo. Ich wollte dir jetzt schon mal vorträglich einen Weihnachtsgruß senden. Kannst du mir ein Lied singen? Nee, kann ich jetzt. Soll ich dir eins singen? Ja, bitte. Ja, das mache ich nachher zum Abschluss, da kommt das einfach besser. Ja. Aber jetzt mach du mal. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum. Der Lehrer hat mal blau jaun. Ja, nee, aber ich muss da unbedingt mal deine Hosen heute mal loben. Meine Hosen? Ja, die sind unglaublich. Ey, weißt du, ich meine, kennst du dich so ein bisschen aus, amerikanische Verhältnisse und so? Nö. Kennst du Time Life Magazin? Auch nicht. Die haben jetzt gerade den Mann des Jahres gewählt und da haben sie gedacht, da nehmen sie am besten jemanden, der eine Ausstrahlung hat, da haben sie den Papst genommen. Und ich bin von der Emma, von der Zeitschrift Emma, zum bestaussehendsten Telefonmoderator von Deutschland gewählt worden. Und ich muss ganz ehrlich so mal mit aller Bescheidenheit sagen, stimmt. Ich bin geil. Du bist geil? Unglaublich. Ey, wenn du jetzt hier, das ist natürlich alles Armani Kaschmir, wa? Ganz irre, du. Ja. Und, aber wichtig ist, du musst nicht nur so ein Läppchen Anzug haben, nein, du musst auch so Ausstrahlung haben. Und die fehlt mir ja nun viel, da ich jetzt eben halt diese Glitzerjacke. Oh. Wie fällt dir die denn? Warte mal. Meine Glitterjacke hier. Ja, meine Mutter sitzt neben mir und die sagt, die ist ganz geil. Kannst du mir mal deine ich Mama geben? Mal, ja, Moment. Doch, jetzt kommst du, komm aufs Telefon. Ganz geil, mein Junge. Du, Nur für die Statistik, ja. Wie alt bist du? So ein Kleid müsste ich mir noch mal anschaffen. So ein Kleid? Ja. Wenn du mich heiratest, kriegst du das geschenkt. Nee, ich bin schon verheiratet. Ja, und glücklich? Naja, es geht so. Wie lange bist du jetzt mit dem verheiratet? Ach, kannst du mal sagen? Das ist uninteressant. Nein, du bist ja anonym. Weiß keiner, dass du Gisela aus Ahrensburg bist. Genau.
Also, wie lange bist du verheiratet? Ach, über 20 Jahre. Und ist es immer noch so wie am Anfang? Ja. Von der Beziehung? Immer noch, ja. Hat er immer noch die Socken an? Immer noch. Das hast du noch nicht abgewöhnen können? Die Schuhe habe ich an. Pass auf, du kannst nicht so weit gehen. Du hast die Schuhe an? Ich habe die Schuhe und die Hosen an. Das ist so langweilig hier. Nicht der Anrufer ist langweilig. Nee. Nee, also du bist nicht langweilig. Nein, du bist, nein. Du bist angenehm. Genau. Guckst du öfters diese Sendung? Bitte? Guckst du öfters diese Sendung? Ja, mit meinem Sohn zusammen. Und, die gefällt dir? Naja, nicht immer so. Ne? Die Sprüche sind nicht so gut. Aber ja, dann sag mir doch mal, was dir nicht gefällt. Vielleicht können wir das dann ändern für die Zukunft. Die Sprüche sind leicht primitiv. Ja, du, das ist... Ist ja, wenn du nur 6. Klasse Hauptschule hast, wa? Und die auch nur mit viel, viel Geld von Papa, dann ist das vom Niveau her nicht so gut. Naja, Spaß beiseite. Du, dafür bin ich aber ein ganz guter in Frauenbelügen. Spaß beiseite, frohe Weihnachten dann, ne? Ey, dir auch und glückliches neues Jahr auf die nächsten 20 Jahre. Und wenn du Glück hast. Alles. Eine Sekunde, mein Sohn kommt wieder. Ja, nee, das ist jetzt hier kein Wandertelefon. Ja. Aber die Mama war nett. Und ich kann mich jetzt voll konzentriert nett mit Leuten unterhalten. Ich weiß ja nicht, was die alle haben. Kannst du mir da mal sagen, was die immer an mir so doof finden? Ja, dieser Neid mit dem, dass ich besser aussehe als 99% der Zuschauer. Das kann ich natürlich verstehen. Na, hallo, Peter. Verstehst du mich noch? Ich verstehe dich, wunderbar. Siehst du mich noch? Ich höre dich auch wunderbar. Hey, und weißt du, was ich an dir höre? Na? Dass du wahrscheinlich ein angenehmer Anrufer sein wirst. Das hoffe ich doch. Hast du ein Thema? Ja, pass mal, du hast doch letzte Woche gesagt, du hast immer eine Ejakulation ohne Erektion. Ja, wir können ruhig jetzt über... Ja. Oder nicht? Oder ist das Problem behoben schon, oder was? Also, wenn er sich gehoben hätte, dann wäre es jetzt behoben. Wir arbeiten dran. Die Therapie sagt jetzt eigentlich, dass ich das... Wir fangen ja ganz kurz an, also nee, kurz jetzt wieder so ein Wort, was zweideutig sage. Ja, wir fangen quasi an, wir machen jetzt so... Ich setze mich jetzt immer hin beim Pinkeln. Ach, ey. Das ist vom Gefühl her auch so für mich eigentlich gar nicht so schlimm. Ist nicht schlimm? Obwohl, ich manchmal wirklich denke, früher war der Tropfen in der Hose, jetzt ist er immer vor der Toilette, wenn ich da so stehe. Aber das nur so am Rande, wa? Bist du eigentlich noch in deiner Röhrenradkurbel von der Kirche aus? Ey, warum verrätst du das jetzt mit der Kirche? Ich dachte, das ist jetzt die letzte Sendung und dann setzt mal 2 Karten auf den Tisch. Erstmal ist es ja nicht die letzte Sendung. Was? Sondern erstmal nur die vorletzte Sendung. Wie lange machst du denn deine vorletzten Sendungen? Ja, nee, pass auf. Und da haben wir nämlich heute Sachen dann für euch, die vielleicht wichtig sind für mich. Ja, ja. Das hier sind 2 Fernsehverträge. Oh. Kamera kann ruhig mal hierher kommen. Wen hast du denn da? Hamburg 1 oder wen? Nein, das ist, sie probiert das mal vom Bild her. Nee, das ist vom Licht her doof. Das sind jetzt 2 Fernsehverträge. Oha. Und jetzt meine Frage ist, ja. 40.000 Mark im Monat verdienen... Oder weiter cool und locker beim offenen Kanal weitersenden. Und da habe ich mir gedacht, das entscheide ich nicht alleine, das entscheidet ihr. Was hast du denn noch für Sender anzubieten? Den Sender darf ich noch leider nicht nennen. Aber ist schon interessant. Ist das Mosaik beim ZDF oder was? Nein. Nichts öffentlich-rechtlich, da habe ich so meine Probleme gehabt. Ja, ja, weil da, du bei öffentlich-rechtlichen, da geht das über die Produzenten-Couch. Oh. Du, da habe ich, nee, du weißt, so weit sink ich nicht. Nee, also selbst für Geld nicht. Obwohl 40.000 Mark, ich habe eine Bekannte, die sagt immer, für wie viel Geld würdest du jetzt von dem Haus runterspringen? Und? Wo ist die Schmerzgrenze? Ja, die fragt ja nicht wegen dem Rundfahrt, die fragt immer ja nach anderen Sachen. Aber mit dem Haus war nur so ein Beispiel, wie es hätte sein können. Was? Lotto-Lohn zum Beispiel. Warum gehst du nicht zum Radio? Zum Radio? Hab ich auch mal gemacht. Hast du einen super Night Talk bei Alster Radio? Ah, Alster Radio, danke. Der soziale Abstieg, Alster Radio, oder was? Also, das ist ja jetzt unfair. Nein, also ihr könnt anrufen bei der Hotline. Kannst du die mal wieder drin machen? Und drin lassen, Philipp. Das ist wichtig, dass heute die Hotline eingeblendet wird. Da könnt ihr die nächsten 8 Tage anrufen und mir sagen, wo ich hingehen soll. Und ich schwör's, wenn ihr entscheidet, dass ich hier bleibe,
dann nerv ich nächstes Jahr weiter. Bist du noch dran? Ich bin noch dran, ja sicher. Ey, wie kommt es, dass ich heute schon zwei Gespräche habe, die länger waren? Ich weiß das nicht. Guckst du diese Sendung öfters? Ich fürchte ja. Was gefällt dir hier an dieser Sendung so? Ich weiß nicht, kann ich mal Mitgucker hier verschrecken. Letzte Woche habe ich mit Schwiegermutter und Frau geguckt. Und dann das Schwiegermutter nach Hause gefahren. Richtig, und zwar in dem Moment, wo der Herki angerufen hat, von wegen die Möse stinkt durch den Fernseher durch. Ja, aber jetzt du mal als Zuschauer. Hast du dieses Wort von mir gehört oder von so einem idiotischen Anrufer? Das zweite erst. Und kann ich dafür, wenn der das schafft, das zu sagen? Was? Ob ich dafür kann, wenn der das sagt? Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ich bin heute dafür verwarnt worden hier. Hast du eine gelbe Karte gekriegt, oder was? Ja, aber eine dunkelgelbe. Von Uschi aus Arnsburg, da eben, oder von wem? Nein, von einem Verfassungsschuss. Was ist eigentlich mit dem Tiger jetzt? Ist das Darius oder wer? Nein, der Tiger ist Tom Jones Tiger. Bye, ich muss mir jetzt auch schon langsam einsingen für nachher. Ich singe nachher süßer, die Glocken nie klingen. Nackt? Und die Glocken klingen? Siehst du, das wird, jetzt wirst du doch geschmacklos. Na, um Gottes Willen, ich versuche das Niveau so ein bisschen anzuheben bei dir. Du hast es jetzt angehoben. Ja. Und ich habe mich entschieden, auch anderen die Chance zu lassen, mir zu sagen, wie gut ich eigentlich bin. Und wir haben nur noch 44 Minuten dafür. Aber ihr könnt euch heute ruhig abwechseln, wenn ihr das wollt. Wollt ihr auch? Philipp, guck mal, das ist ja zum Beispiel der Nachfolger von dem Peter Ehrlich Show. Kannst du ja ruhig mal zeigen. Was? Philipp, war es nicht keiner zum Reden mit uns? Ah, ist das schön. Ja, solange Philipp redet, kann ich zum Beispiel noch eine Ankündigung für die nächste Sendung am 29. machen. Und das wird eine besondere Sendung. Peter? Da dürft ihr erstmal alle da sein. Peter? Darf ich mir erst zu Ende erzählen? Ja, klar. Dich will ich so und so nicht. Also, da werde ich hier erstmal euch alle die Möglichkeit geben, wenn ihr wollt, könnt ihr hier alle herkommen und zugucken, live. Ich will einfach mal sehen, wie ihr so ausseht. Und dann haben wir mal gedacht, machen wir was ganz Neues. 97 Sendungen habt ihr mich anrufen dürfen. Und in der 97. Sendung mache ich das anders. Da rufe ich alle meine Ex-Frauen, die ich durch diese Sendung hier kennengelernt habe, und das sind nicht wenig, die rufen wir an, zeigen Bilder, kleine Filmchen, all das, was sich so in diesen Jahren angesammelt hat, wird hier gezeigt. Hallo Anrufer! Ja, hallo Peter, hier ist Christian. Christian, willst du auch eine Woche hier mal im Studio sein? Ja, wäre geil, echt cool. Dann komm her! Ja, wo ist denn das? Stresemannstraße 375. Ja, nächste Woche oder was? Nächsten Donnerstag. Kann ich meinen Freund auch mitbringen, oder? Ey, hast du Freunde? Ja, genug, Mann. Wie kommt das? Tja, man versteht sich. Akzeptieren die dich? Also... Wie alt bist du? Ich bin 18. Was sagst du jetzt auch? Du bist ja auch 18 hier, ja? Und für dich, für deine Altersklasse werden ja die Frauen knapp, seitdem Harald wieder dabei ist. Kennst du Harald? Du, ich nehme mal die Älteren, ne? 18-Jährige, wir sind viel zu jung. Ja, und wie alt ist so dein durchschnittlicher Schnitt? Ja, so 22 ist immer gut, ne? Ey, und dann sind das immer Frauen, die Erfahrung haben? Oh, kommt drauf an. Aber ich dränge dir schon wieder ein Thema auf. Was möchtest du denn gerne wissen? Ja, ich würde mal fragen, was du zu Weihnachten kriegst, ne? Ja, ich habe ja keine Familie mehr. Freunde habe ich schon lange nicht mehr. Aber verständlich, so. Ab nächstes Jahr habe ich auch keine Kamerafrau mehr, weil mir das Geld ausgeht, die immer zu bezahlen. Da gehst du nur nach RTL, oder was? Ja, wenn ihr wollt, dass ich hier bleibe, bleibe ich hier. Ja, wäre schon besser, echt. Hast du da mehr Bock, wenn ich hier bleibe? Ja, wäre cool, echt, geil. Ey, ich weiß auch nicht, ob Schreinemarker ihre Sendung das Recht hier für mich ist, finde ich auch. Ey, außer gegen deine feuchte Aussprache habe ich ja nichts gegen einzusetzen. Wisst ihr, was ich heute mal zeigen kann? Nee, zeig lieber nicht. Ja, hau mal einen Grün drauf, Mann. Nein, guck mal, das ist jetzt auch wieder doof. Ja, okay. Ey, pass mal auf, tust du mir mal einen Gefallen? Ja, was denn? Sagst du jetzt mal einfach Tschüss? Tschüss. Ich sag dir, das mit dem Nettsein ist eine irre neue Errungenschaft. Wieso soll ich mir ausrasten? Soll ich einfach jetzt doch wieder ein bisschen schmuddelig werden oder so? Ein bisschen, ja. Dann setze ich mich jetzt hin. Ja. Hi Peter, ne? Oh, Stimme aus dem Nichts! Ja doch, ich... Tina ist nicht da. Nein. Blitz hat's gemacht, Philipp. Philipp! Dann sitze ich jetzt mal hier ganz in Ruhe
fehlen mir meine... Wollt ihr vielleicht mal tauschen? Philipp, willst du mal ein bisschen Kamera machen? Philipp? Anna hat wieder den Anfall. Ich meine, soll ich Kamera und Telefon alle selber vielleicht machen? Nein. Philipp, übernehm mal die Kamera dann. Ja, Peter, hast du einen Fanclub? Ja, ja, 7 Stück. Jawohl. Und einen Augenblick, ich muss Anna jetzt noch kurz was sagen, ja? Anna, ja. Kein Schindluder mit den Anrufern, ja? Du, Anna, du da... Anna hat den Tiger nicht gefunden, das war ganz traurig. Ja, der läuft ja am Schirbudio immer noch rum, ne? Wo? Ja, hinter dir. Hinter mir ist der Tiger? Ja, natürlich. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ob du einen schönen Fanclub hast. Ja. Und was sein? Und guck mal, es gibt auch T-Shirts von mir, vom ersten offiziellen Fanclub. Ach so. Hättest du Lust, mal einen Fanclub zu gründen, oder was? Ich soll selber einen Fanclub von mir. Ja. Du das Stadion habe, was mir nicht passt, ja? Was? Ihr könnt aber gerne Autogrammkarten bei mir bestellen. Die kosten 12 Mark pro Stück. Ey, das ist ja sportbillig, ey. Ja, du finde ich, irgendwie muss ich das ja auch finanzieren. Ist ja geil, echt. Aber hast du einen Fanclub? 7 Stück, oder? 7 Stück. Und hast keine Lust, 19, machen wir das. Ja, ich mach die ja nicht, das machen die Fans. Aber die Fans machen das. Ey, ich hab sogar in Luxemburg ihn. Ja? Ja, die haben die Sendung noch nie gesehen, haben das nur über den Gerücht gehört. Das ist auch was Neues, ne? Ja, du, das ist Popotät, sag dir, Alter. Naja, ich wollte dich noch grüßen von DJ Larry. Ey, Larry macht gute Radiosendung. Ja, soll ich doch die ganze Zeit, ey. Tschüss! Anna, ja? Was war denn jetzt hier unklar mit dieser Kamera? Warum kommst du mir eigentlich immer so dicht? Was cool ist. Das ist cool, wenn man meine Falten sieht oder was, ja? Ich komme ja mit dieser Art von Nettsein überhaupt nicht so zurecht, aber drogenmäßig soll das ja noch 40 Minuten klappen. Ich bin da sehr zuversichtlich. Ich meine, das ist jetzt das Problem, dass wieder eine Frau am Telefon ist. Da werden erstmal die Probleme selber geklärt, gelöst. Bist du der Tiger? Wie alt bist du? Und so. Anna, vielleicht sollten wir dir ein eigenes Mikrofon geben. Gib mir die jetzt. Das ist eine Frau. Das ist garantiert eine Frau. Und Anna gönnt mir das wieder nicht. Zwinker, zwinker, zwinker. Hallo Anrufer. Ey, was war jetzt eigentlich? Ja, und wieso? Oh shit. Nils, gib mir Nils! Hallo Nili! Hi, Peter! Ey, ich ahne das immer vorher, wenn Ina schon ein guter Anrufer ist. Siehst du, pass mal auf, ich habe eine Frage an dich. Ey, du darfst 2 stellen. Das ist schön. Bist du früher zum Fußball gegangen? Ja. Wohin denn? Balljunge, ich war immer Balljunge. Bei Union, an der alten Försterei? Nein, Balljunge. Und wenn ich kein Balljunge war, dann habe ich Pfandflaschen gesammelt. Auf der Tribüne, ne? Und von dem Geld, das du da gespart hast, hast du dir diese unheimlich hübsche Weste gekauft. Ey, ich sag euch, wenn ihr investiert, könnt ihr auch Erfolg haben. Na, das ist doch herrlich. Was kann ich noch für dich tun, Nili? Du kannst noch... Was ist mit nächsten Donnerstag? Gibt's da kaltes Buffet bei dir? Nee, da gibt's nur mich. Da könnt ihr... Und jeder, der herkommt. Wirklich jeder kriegt ein echtes, getragenes T-Shirt von mir. Mit Achselschweiß. Nicht gewaschen. Dann komm ich. Bringst du auch noch Gäste mit? Ja, bring deine Frau mit, dann ist das wahrscheinlich der letzte Tag mit ihr. Weiß ich nicht, sehe ich nicht so. Hast du eine Frau? 3. Sind die jetzt gerade zu Hause? Ich bin Mormone, die haben immer 3 Frauen. Ah, du bist ein Lügner, ich habe neulich Hans Meiser gesehen und da ist das gar nicht so. Jedenfalls nicht in Deutschland, das ist nicht erlaubt. Übernimmst du die Sendung von Hans Meiser? Also wenn du mich so direkt fragst, ich übe ja schon. Deswegen ja auch die Klamotten. Na, logen. Alles klar, frohes Fest. Nili! Ja. Und wenn wir uns nicht mehr hören und sehen, einen guten Rutsch. Ja, auch. Tschüss. Ebenfalls. Ah, jetzt eine Frau, so zur Abwechslung. Einfach mal so einen anderen Rhythmus kriegen. Erste Fernsehweisheit, die ich gelernt habe, nie mit vollem Mund sprechen. Zweite Fernsehwahrheit war, was?
Hallo Frau. Hallo. Wie ist denn dein Name? Nicole. Nicole, für dich setze ich mich hin, dann bin ich ruhiger, nicht so zappelig. Wunderbar. Was kann ich heute für dich tun, Nicole? Ich wollte mal fragen, was du Heiligabend so machst. Ja, da wollte ich ganz, ja, jetzt mal auch, deswegen ist ja auch heute eine Hotline-Nummer eingeblendet. Ich bin eigentlich Heiligabend sehr einsam. Oha, das ist aber traurig. Ja, ich bin ganz alleine. Und die letzten 3 Jahre, das war dann immer, dann kam der Krankenwagen und dann Magen auspumpen. Ja. Und da wollte ich heute einfach mal, wenn ihr da zu Hause auch einsam seid, was hindert uns eigentlich daran, gemeinsam Weihnachtslieder, Gebäck und diese ganzen schönen Sachen, die Weihnachten ja so wichtig sind, Christ, Mitternachtsmesse. Mhm. Also wenn ihr wirklich ein Herz für einen armen jungen Mann habt, könnt ihr die Hotline anrufen und die kommen. Aber du hast doch so viele nette Leute da bei dir, warum feierst du denn nicht mit denen? Die mögen mich ja eigentlich nicht. Die machen das cool, locker, professionell wegen dem Geld. Ach so. Und ansonsten wollen sie nichts mit mir zu tun haben. Na, das kann ich mir nicht vorstellen. Nicole? Ja? Bist du denn auch alleine? Nee. Hast du noch einen Freund? Ja. Aber vielleicht hat dein Mann ja Verständnis dafür. Weiß ich nicht. Frag ihn doch einfach mal. Nö, er sagt nein. Ach, der ist jetzt da? Mhm. Na Nicole, dann kann ich ja nur hoffen, dass du dir heimlich jetzt die Hotline-Nummer gemerkt hast. Habe ich mir aufgeschrieben. Aber hat er doch gesehen, dass du dir die aufgeschrieben hast. Nicht. Kann ich dir jetzt schon sagen, gibt es Komplikationen. Erlebe ich immer wieder, ja. Ach was, so schlimm wird es nicht werden. Nicole. Ja. Wenn du dann auch mal denkst an mich. Immer, ständig. Dann ruf doch einfach dort an. Ja, Nicole, es war nett mit dir. Ja, mit dir auch. Dankeschön. Tschüss. Grüß deinen Mann. Mach ich. Tschüss. Soll ja nicht sein so, dass ich das nicht kann, wa? Oh, ich bin ein Schleimarsch heute. Ja, weiter. Hallo. Hallo, hier ist Tanja. Tanja? Ja. Bist du alleine? Nein. Ich bin auch nicht alleine. Auch mit Mann und Kinder? Ja, so sieht das aus. Und darf ich der Weihnachtsmann in eurer Mitte vielleicht sein? Nee. Warum rufst du dann heute an? Warum? Hm? Weil ich mich frage eben mit den Schlaftabletten, mit dem Auspumpen, warum machst du es nicht besser? Warum schließt du dich nicht ein? Ich will ja nicht tot sein. Das sind alle verzweifelte Hilferufe, so ausgelegt, dass ich gerettet werde, weil in Ochsenzoll Krankenschwestern ja auch nicht so schlecht sind, sag jetzt einfach mal. Und nee, das ist schon alles wohl kalkuliert. Ich habe ja eine Zeit lang mit Strom experimentiert, aber das hat so eine scheiß Brandblasen auf den Rücken gegeben. Ne? Seitdem mache ich das nicht mehr. Aber das hat Folgeschäden gegeben, ne? Im Gehirn, oder nicht? Tanja? Ja? Du magst mich nicht, wa? Nicht besonders, ne. Tanja? Ja? Dann wirst du das ja verstehen, wa? Ja, klar. Tschüss. Und tschüss. Ich würde jetzt nie sagen, dass Tanja eine doofe Kuh war, aber... Wie gesagt, wenn ihr nächste Woche herkommen wollt, einfach drauf zu. Mädel, Oma vielleicht hier. Guck mal, hallo. Danke. Ich habe mir heute ganz dicke Notizen gemacht, weil ich alles noch sagen will. Hallo, Frank. Hallo. Wie geht's? Wer bist du denn? Ich bin Frank. Du bist Frank? Ja, Frank Zabel. Zabel? Ja. Was kann ich für dich tun? Ja, du warst ja damals schon in der Schule der Loser der Klasse. Ja, nee, du Gebischkacker, pass mal auf jetzt. Du sagst Kacker zu mir? Gebischkacker, habe ich zu dir gesagt. Ich sage Blitz zu dir. Aber ansonsten werdet ein schönes Gespräch geworden. Habe ich schon gesagt, dass ich meine Ex-Frau nächste Woche anrufe? Alle, wie sie da waren, 14... Nee, sag ich jetzt lieber nicht. Philipp, ich habe ein Problem. Will nachher eigentlich süßer die Glocken, die klingen singen. Ja. Aber bin da nicht textsicher. Kannst du mir da eventuell... Ich helfe dir dann, Peter. Gut. Peter, du bist nicht allein. Ja. Ja, immer rüber. Hallo. Da war aber die Nervosität groß. Anna sagte, saß da eben und meinte nur hier... Das ist dann immer unser Ausdruck für Hügellandschaft. Also, ja... Haben wir jetzt jemand? Können wir nicht einfach zu Anna mal rübergehen? Ja, das Kabel ist ein bisschen kurz, ne? Ja, aber wir können es ja so machen, dass du an der Tür bist. Ja, hallo, Peter. Wie alt bist du? Ich bin 34. Bist du alleine? Ja, Moment, ja. Hi, Peter, hier ist Boy wieder. Wer? Boy, ich grüße Jan Schmidt und... Ja, und? Hast nicht mehr Freunde?
Ist die jetzt vielleicht batteriemäßig zu Ende? Wie viele Striche hast du noch drin? Zwei, dann kannst du... Dann geh mal zu anderen und wechseln den Akku. Den kann ich wechseln. Peter? Ja, ich höre dich. Was hältst du von Weihnachten? Ja, du, Weihnachten ist ja ein tragisches Fest. Ja, ich finde Weihnachten scheiße. Find scheiße? Kannst du auch begründen? Ja, es ist immer dasselbe. Alle hängen sie da vom Weihnachtsbaum und wollen Geschenke haben. Was wollen sie? Alle hängen da vom Weihnachtsbaum und wollen ihre Geschenke haben. Wie alt bist du denn? Ich bin Nils. Wie alt du bist? Ach, wie alt? Wie? 16. Ja, du bist ja nur nicht derjenige, der beschenkt, sondern du bist derjenige, der beschenkt wird. Ja, stimmt. Also, was jammerst du denn eigentlich hier rum? Ja, ich krieg zu wenig geschenkt. Ja, also, nee, dieses scheiß Konsumdenken, ja? Nee, jetzt muss auch mal Schluss sein. Ich war jetzt gar nicht noch nicht. Nee, weißt du, da gibt es Menschen, die haben überhaupt keine Geschenke. Das hat mich jetzt aber enttäuscht, ja? Krieg trotzdem mehr. Raus jetzt damit! Mein Gott! Lebst in einer Welt, wo so viel Elend herrscht. Der Akku war leer. Der Akku war leer, dann haben wir keinen neuen Akku, dann müssen wir die Kamera nehmen. Wir müssen jetzt einen Augenblick mal ohne Bilder richtig kommen und dann schaltet Philipp auf große Kamera um. Nee, ist noch nichts. Nein, ich sehe sie noch nicht. Jetzt sehe ich sie. Peter? Ja? Bist du dran? Nee, wir haben die. Was haben wir? Die ist an. Philipp, die ist an. Ja, ich höre dich. Wie geht's dir? Ey, super. Das sieht schlecht aus heute. Findest du? Ja. Wieso? Ja. Also wir haben uns so viel Mühe mit dieser Operation gegeben. Und das der Arzt hat auch gesagt, guck mal, hier hinterm Ohr sind jetzt die Namen. Ganz doof, aber... Das tut mir leid. Findest du... Meinst du, ich sehe heute ja nicht so aus, dass ich Frauen kennenlernen könnte? Nein, heute sowieso nicht. Ehrlich nicht? Hast du schon gebrochen heute? Was gebrochen? Ja, ausgebrochen. Nee, ich habe heute ganz normal Ausgang gehabt. Ausgang? Ja. Naja. Und wenn jetzt meine... Warte, willst du hier richtig Licht haben? Ja, warte mal, ja. Warte, ich mach das mal an hier. Wir haben mich hier bezahlt. Nee, kein Vorderunterricht. So? Nee, das eben war weg. Wo bist du denn? Na, ich bin jetzt weg. Ja, sieh mal zu. Was? Jetzt bin ich wieder da. Da siehst du noch schlechter aus jetzt. Ja, hast du jetzt nicht mehr? Ciao. Tschüss. Nein, die erste halbe Stunde war ganz lustig mit den Netzseilen. Hat mir auch mal richtig Spaß gemacht. Auch mal so erkennen, dass ich das kann. Philipp, ist halt für mich anstrengend, weil ich immer zur Seite gucken muss. Kannst du dich vor mich? Hallo. Wenn ich jetzt wirklich so krank aussehe. Ja, Anna, gibst du die jetzt mal rüber? Bestimmt Frau, wa? Na egal, ich kann auch heute mit Männern reden. Hallo, du da. Hallo. Zumindest kann ich es ja versuchen. Ja, nee, da waren... Vielleicht jetzt jemand von den Mitarbeitern des offenen Kanals. Wir haben zwei Akkus gekriegt, wo einer nur halb voll war und der andere war überhaupt nichts. Jetzt wäre ganz gut, wenn irgendwo noch ein MS4-Akku voll da wäre, damit wir mit der ganz normalen Kamera weiterarbeiten können. Ulf, wenn du das jetzt zufällig siehst und hörst, dann kannst du ja mal gucken, ob sowas da ist. Haben wir einen Anrufer? Hallo, du da. Ja, ich wollte mal fragen, warum hast du heute so eine gute Laune? Hier ist Dick. Ja, ich denke mir jetzt einfach, das ist mal Schluss mit dem immer eklig sein. Und das hat ja nun bewiesen, dass ich das kann. Aber warum? Ich meine, sonst bist du immer eklig. Wieso ist das ab heute anders? Oder hast du irgendein besonderes Erlebnis gehabt? Ja. Übermorgen ist Weihnachten zum Beispiel. Das ist ein guter Grund. Und jetzt mal, magst du das nicht, wenn ich nett bin? Ja, ich meine doch, aber es ist ungewohnt. Ich habe ihn wieder angemacht so und denke, Mann, ja, normalerweise müsste er doch jetzt erstmal wieder 30 Mann rausschmeißen oder gar nicht mit denen sprechen oder so. Aber du unterhältst dich heute richtig lange. Ja, na, ich will jetzt einfach mal beweisen, dass es nicht an mir liegt, sondern an euch. Und wenn ihr vernünftig seid, dann können wir eine Stunde reden. Eine Stunde? Du hast ja nur eine Stunde Sendezeit. Also das geht bei mir schon gar nicht mehr. Ey, ich mag intelligente Anrufer, die auch rechnen können. Du bist so einer. Ja. Wie viel seid ihr denn da zu Hause? Pass mal zu. Wie viel seid ihr denn da zu Hause? Drei. Ich bin auch da, Philipp. Und guckt ihr öfters? Ja, außer letzte Woche, da haben wir das verpasst. Habt ihr uns heute verpasst? Das letzte Woche war unterhalb allen Niveaus. Ja, deswegen dachten wir, verpassen wir das. Und heute haben wir mal wieder eingeschaltet, weil heute bist du gut drauf und
Ja, was machst du Silvester? Was ich Silvester mache? Ja. Ich präsentiere euch jetzt erstmal einen Studiogast, den ich nächste Woche habe. Philipp, setz dich mal hin. Oh nein. Du, Peter? Nee. Wir haben noch nicht rumexperimentiert. Haben wir jetzt einen Akku noch? Jetzt setz dich hin, du hast gutes Licht. Na gut. Ja. Peter hat einen Studiogast, aber ich bin es nicht. Ja, ich finde scheiße hier, was ihr mit mir hier macht. Ja, ich bin heute nett und dann erwarte ich auch, dass der Wir Team machen nett doch überhaupt ist. Keine Scheiße mit dir. Doch, du, diese ganze Sendung, ja, ist eine Katastrophe. Ewig da mit dem Ball stehen, mir auf den Schädel hauen wollen, wenn ich unhöflich werde, ja? Ich finde nicht, dass man die Sendung so machen kann. Ich finde auch nicht richtig, dass andere eine Stunde mit dem Anrufer... Well, since my baby left me, I found a new place to dwell. Ich kann darüber überhaupt nicht lachen, weil... Jetzt schaltet die andere Kamera so... A Heartbreak Hotel. Scheiße, red ich nicht. Hallo. Hallo. Wie findest du das hier, dieses Chaos heute? Ja, ich weiß nicht. Ich habe eben erst irgendwie eingestellt und... Wo hast du, was hast du vorher geguckt? Ja, ich bin eben erst nach Hause gekommen. Wo warst du? Wo war ich? Warte, du lass mich überlegen. Wo war ich? Einkaufen. Langer Donnerstag nochmal genutzt? Ja, auf jeden Fall. Weihnachtsgeschenke geholt. Was kriegt deine Freundin von dir? Du, ich habe keine. Möchtest du gerne eine Freundin haben? Kannst du jetzt hier einen Aufruf zum Beispiel machen? Ja, natürlich. Ruf mich alle an. Sag deine Nummer durch. 511-9732. Das war der Sinn deines Anrufs? Ja, natürlich. Und nein, sowas? Das ist nicht mein... Aber das war mein Sinn, ja? Biete dir die erstklassige Chance, eine Frau kennenzulernen für das Leben vielleicht. Da ist es vielleicht ja nicht so wichtig, mit mir zu telefonieren. Hallo Anrufer. Sabine? Hallo Sabine. Warte. Hallo. Hallo. Welche Sabine bist du denn? Die schöne Sabine. Die schöne Sabine. Bist ja. du alleine? Nein. Lebst du in Scheidung? Nein. Kannst du dir vorstellen, Weihnachtsbraten auch für mich zu kochen? Ja. Was ist dein Thema heute? Ja, ich wollte nur dir sagen, dass ich deine antifaschistische Äußerungen sehr unterstütze. Aber dir fehlt eine Klasse, leider. Mir fehlt was? Ein Klasse. Ein Klasse. Ja. Und was sind antifaschistische Äußerungen von mir? Ja, ich habe das vor ungefähr 2-3 Monaten in deine Sendung gesehen. Hm? Und da hast du schöne Sachen gesagt und ja, das fand ich gut. Und heute habe ich nicht schöne Sachen gesagt? Nö. Aber heute hatte ich ja noch keinen Nazi am Telefon, oder? Das ist richtig. Also was soll ich denn dann dagegen sagen, wenn ich keinen habe? Soll ich mich jetzt beschweren, dass die nicht anrufen? Hallo. Hat es dich jetzt überfordert? Möchte ich mal wissen, dieser Anruf hat bestimmt einen tieferen Sinn gehabt. Die mochte wahrscheinlich die Peter. Lass doch jetzt mit dieser in Kamera, Philipp. Lässt sich doch jetzt alles nicht mehr ändern. Ist auch mal so nett, hier zu sitzen. Ja, und? Ja, ist doch interessant. Ich bin im Fernsehen, kriege Anrufer ohne Ende. Du, das ist ein interessantes Leben. Ja, Philipp, also... Anna, haben wir einen Anrufer? Hallo, Peter. Hallo. Hier ist Alex. Hallo, Alex. Hast du heute schon mal mit mir telefoniert? Nein. Was kann ich für dich tun? Sag mal, bist du ein Tierfreund? Ja. Ich bin auch ein Tierfreund. Und bringt das jetzt uns für uns beide jetzt persönlich irgendwas, dass du auch ein Tierfreund ja, bist? Ja, ich wollte dich fragen, ob du so ein... Hier kennst du, das heißt der französische Ziegenbock. Ja, kenn ich. Der riecht so wie du, wa? Tschüss, Alex. Hey. Aber war schon zu sehen, dass du dir im Grunde genommen schon Mühe gegeben hast. Französischer Ziegenbock. Ich hab mit Frankreich im Augenblick ganz andere Verhältnisse, ja? Hallo, Anrufer. Ja, drückt einfach den Knopf. Hallo, Peter. Hey. Na, wie geht's? Super Frage. Ja, ich will nur Bescheid sagen, du sollst mit der Sendung bloß nicht aufhören, ne?
immer schön weitermachen, ne? Hier auf dem offenen Kanal oder bei den Privaten? Nee, auf dem offenen Kanal. Na, bei den Privaten kannst du ja so eine Sendung, glaube ich, nicht machen. Ne? Doch, doch, und dafür gibt's eine Menge Geld. Also, die haben nämlich entdeckt, dass Leute beschimpfen. Einfach jetzt, wenn jetzt zum Beispiel ein Generaldirektor aus Bonn, ja, zufällig in so einer Sendung dann anruft, ja, und du stehst da und sagst, ey, Alter, erstmal habe ich deine Frau gehabt und zweitens bist du doof, ja, das ist jetzt der neue Trend, Alter. Echt? Ey, und interaktives Fernsehen bedeutet zum Beispiel, haben die mir jetzt erzählt, ja, da wäre ich mit 212 Kabeln verbunden, ja, und dann könnt ihr über die Fernbedienung mir Stromstöße in jeglicher Voltzahl, könnt ihr mir rüberschicken. Ey, das ist ja Wahnsinn. Und dann zuck ich da quasi, ey, irre, wir haben Testanrufe gehabt, ja, da ist mein Herzakku ausgefallen und so, ganz irre. Aber du, dafür kriegst du dann eben halt auch viel Geld, wa, wenn du sowas riskierst. Ja, klar, ne. Also ich bin völlig süchtig nach deiner Sendung, ne? Süchtig? Ja, du weißt, ich bin in der Woche, du, wie so ein Tier. Und dann, wenn ich hier deine Sendung sehe, dann bin ich die Ruhe selbst, ehrlich. Ey, klasse. Das ist wirklich, das ist eine Sucht wie eine Droge. Also wenn ich deine Sendung sehe, dann bin ich so ruhig, Alter, so entspannt. Ich ey, Alter. Geil. Alter, warum kommst du denn nicht nächsten Donnerstag hier einfach mal her? Ja, du, das habe ich schon gehört, du, das mache ich. Kommst du? Ja, genau. Stresemannstraße, ne? 375. Genau, mache ich. Um 8:45 spätestens da sein. Ja. Und für Leute, die mir Böses wollen, ja. Wir haben da so einige Bodyguards an dem Tag hier, ja? Ja, klar. Die weil es gibt ja viele, rein. Gibt ja in Hamburg schon viele Ehemänner, die das ja nicht so lustig finden, dass ich mit ihren Frauen Verhältnis hatte. Mensch, Mensch. Du. Hast du noch was? Nö, du, aber... Wie oft siehst du diese Sendung? Oh, ich hab die ja schon 20 Mal vielleicht. Was kommt jetzt? sag! Okay, Blitz. Wow, ein Mann, ein Wort und schon war er fort. Ach, ist das schön. Mann, ich bin richtig glücklich heute. Ach, du bist ein Schwein. Hallo. Hey. Ey, das waren aber Frauen. Soll ich jetzt vielleicht das Weihnachtslied schon mal singen? Gib doch einfach mal einen Anrufer wieder rüber, Anna. Ja, hallo. Hallo. Ja. Was, darf ich dich mal was Persönliches fragen? Ja. Was musstest du jetzt bei der Telefonkontrolle alles erst erzählen, damit du hier in diese Sendung überhaupt rüberkommst? Ja, ob ich Drogen genommen habe. Ob du was? Drogen genommen habe. Und was hast du da geantwortet? Natürlich nicht. Und dann darfst du jetzt mit mir reden? Ja. Super. Ich habe eine Frage. Ehrlich? Ja. Mach. Ich wollte fragen, ob du Multimillionär bist. Nee, noch nicht. Aber es wird nicht mehr lange dauern. Und allein die Vorstellung, dass das auch von euren Einschaltquotengeldern ist, ja? So, ja. Das ist schon ganz schön beruhigend. Ja. Auch so die Summen, die ich gezahlt kriege. Ja. Du bist ja schon ein Superstar, ne? Ey, das hätte ich jetzt so einfach nicht besser sagen können. Und deswegen kriegst du jetzt den Pfiff. Superstar Peter hat dich einfach rausgeklinkt. Aus meinem Leben. Wie kann man eben halt, wenn man Star ist? Wenn man ein richtiger Superstar ist, dann kriegt man auch 18-jährige Frauen wie Harald. Weigel, jetzt fragt ihr euch immer, wann regiert der Weigel eigentlich, wenn der Kinder zeugt in seinem Alter, lässt sich scheiden, neue Frau suchen, Kinder zeugen, Begrüßungsgeld 600 Mark, das wird dann wahrscheinlich erhöht, weil Weigel jetzt auch nochmal gezeugt hat. Irre Geschichten, sag ich dir. Ich sag euch, das ist so irre. Wie gesagt, die beiden Fernsehverträge, ich werde reich und berühmt. Aber wenn ihr wollt, dass ich hier bleibe, bleibe ich hier. Was kann ich noch sagen? Hallo Anrufer. Tschüss. Tschüss. Anna, weißt du, wenn du so lange mit dem telefonierst und dann so eine Schwachköpfe sind, ja? Dann hast du das vom letzten Mal gemacht. Ich werde jetzt nicht mehr aggressiv den Leuten gegenüber, sondern meinem Team gegenüber. Hallo? Ich muss nur mal schimpfen, da kriegt er noch Hallo. Hallo. Hallo Peter.
Siehst du mich? Ja. Bin ich ein Typ für dich? Ja. Was kann ich für dich tun? Ja, ich wollte fragen, ob ich auch da zu deiner Party kommen könnte. Nächsten Donnerstag? Ja. Mit deinem Freund? Ich habe einen Freund. Du hast noch keinen Freund? Ja. Wer lacht denn da im Hintergrund? Ja, das ist meine Freundin, also eine Bekannte von mir. Und deine Freundin, deine Bekannte hat eine hormonbehandelte Stimme, dass sie jetzt so tief spricht? Ja. Das ist aber tragisch, wa? Ja. Wie alt bist du denn? Wie bitte? Wie alt du bist? Ich 24. Das ist mir leider schon zu jung. Gut, du Arsch. Du witzig. Du Arsch, hat die gesagt. Du Arsch. Das war so super. Alleine die Vorstellung. Du Arsch. Du Arsch. Hallo Anrufer. Hast du Drogen genommen? Spritzen, Pillen und Quark, alles für eine Mark. Ich kann noch ein, soll ich auch ein Gedicht sagen? Jo. Lieber Maler, male mir ein Bild von ihr. Male mir zum Trotze ein Bild von ihrer Wohnungstür. Der war lustig. Ciao. Oh mein Gott, bin kreativ. Bist du, weil ich den meisten Horror habe, Anna? Nee, Ronny will ich nicht. Anna. Weißt du, was ich Horror habe? Ich muss hier gleich singen, ja? Mim, 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 mim. Süß, 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 süß. Na, das wird ein Chaos, aber ich hab's versprochen. Weil ja auch Kinder gucken. Hallo Anrufer. Hallo. Ja, hier der Antonio Domingos. Antonio Domingos? Ja, ich bin Opernsänger. Bist du irgendwie so ein Adliger oder so? Ja, kann man so sagen. Das ist aber in meiner ersten Zeit gewesen. Da war ich mal ein ganz Adliger. Ey, klasse. Und jetzt mal so, wie ist das so? In der Oper, da sind ja dann noch die Balletttänzerinnen. Ja, warum ja, sind richtig. Die immer alle so flachbrüstig? Kannst du, das ist jetzt eine ernsthafte Frage. Naja, ich kann damit umgehen, ne? Ja, nee, warum das so ist? Ja, das ich habe noch nie eine prima Ballerina mit richtigen gesehen. Ja, das kann ich dir erklären. Das liegt an der, ja, wie soll ich sagen, die Milch da drin. Das trinken die selber aus, damit die genug Eiweiß im Körper haben. Und dann, ja, was soll ich sagen? Aber sonst eigentlich bin ich ein Opernsänger, muss ich sagen. Ja, mach mal eine Arie. Ja, ich bin ein bisschen verschämt. Was? Hast du Stimmbruch? Ja, ein bisschen. Tut mir leid. Also Opernsänger. Arbeite an deiner Karriere. Ich meine, ich pack jetzt hier schon langsam ein. Was soll ich jetzt hier noch? Hallo. Hi, Peter. Was kann ich für dich tun? Du hast doch letztes Mal angeboten, dass du dein T-Shirt verlost. Ja. Du stehst auf mein T-Shirt? Ja, das will ich haben. Auf welches? Das, wo du gerade drauf sitzt. Auf dieses hier? Genau, auf das. Ja, komm nächsten Donnerstag her. Wie ist dein Name? Dennis. Kannst du das mit einem Ausweis beweisen? Ja. Wenn nächsten Donnerstag ein Dennis kommt, der kriegt das. Jo, das wäre sehr gut, ne? Wo ist die Adresse? Wo musst du hin nächsten Donnerstag? 375, ne? Die Straße, Da, wo die Kinder immer tot gefahren werden. Ja, genau da. Genau. Okay. Dennis? Ja? Ich freue mich auf dich. Ja, ich mich auch auf dich, ne? Jo. Tschüss, Peter. Ciao. Ja, sind heute eigenartige Bilder? Weil die Handkamera ist... Ich glaube ja nicht, dass unsere Telefonkontrolle wirklich so knallhart ist. Ich meine, ich will nicht immer nur meckern, immer nicht auf das Team so rumhacken. Manchmal liegt es ja auch an mir, dass das nicht so doll ist. Hallo. Hi.
Hallo. Hallo? Hallo. Ja, rede. Rede. Philipp? Philipp? Hallo. Hallo. Hi. Was kann ich für dich tun? Ich wollte fragen, ob du von letzter Woche schon irgendwas Nettes gefunden hast. Eine Frau oder so? Ja. Überhaupt nicht. Kannst alles abhaken. Warum das denn? Ja, es war mal eine Woche, wo nichts vernünftig dabei war. Ja, das ist dumm gelaufen dann, ne? Hast du einen Freund? Nee, momentan nicht. Und wer ist der Kerl, dein Bruder? Nee, ist nicht mein Bruder, ist mein Babysitter. Dein Babysitter? Ja. Ja, du kannst ja die Hotline-Nummer an aufschreiben. Ja, was habe ich denn davon? Ich wollte eigentlich dich ganz gerne mal kennen. Ja, da sprichst du mich dann. Ach doch. Oh, Philipp. Jetzt. Ach, Philipp, magst du den jetzt mehr als Frauen, oder? Ja, ja, guck mal, hier, das ist wegen Weihnachten. Oh. Oh. Pass auf. Sag ihr einfach, hast du das jetzt bestellt, oder ist das original jetzt so? Ist das jetzt live? Ja, wir mögen Peter einfach sehr gern, und das muss man auch mal zeigen. Und ich? Ja, das finde ich gerechtfertigt. Ich hab doch einen Kerl da, was soll ich denn? Ja, was heißt Kerl? Ich habe nicht davon gesprochen, dass ich einen Kerl habe. Ach, das ist dein Lover, kannst ja ruhig zugeben. Das passiert mir ja öfter so. Ich habe noch nie eine Frau kennengelernt, die keinen Kerl im Hintergrund hatte. Ja, das ist, ich meine, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich meine, du musst ja deine guten Seiten zeigen, und ich denke mal, dass da... Ja, aber da fangen deine Probleme an. Ich habe ja grundsätzlich... um dem Kerl da im Hintergrund irgendwelche Stufen zu legen. Wo, ne? wohnst du denn zum Beispiel? Hamburg. Ja, wo? Ja, doch. Ja, Stadtteil. Ganz in deiner Nähe, du. Ja, sag mal ein Stadtteil. Ja, an der Ostdorfer Landstraße zum Beispiel. Ossi. Ja, und? Siehst du auch, was aus dir geworden ist? Philipp? Ja. Pass mal auf, kannst du jetzt mal auf die Kamera schalten? Ja. Und lassen? Und die so einstellen, dass ich ein Lied singen kann, dass du mich dann frontal hast? Ja. Okay, weil das will ich mir wirklich heute antun. Ich singe. Ich habe so lange gelernt an dem Text. Hallo Anrufer. Hallo. Hallo, wer ist denn da? Ey, Entschuldigung, dass wir dich angerufen haben. Wie? Entschuldigung, dass wir dich angerufen haben. Nein, ich hab bei dir angerufen. Ja, also, hast du ein Thema? Ich hab, jetzt pass mal auf, dir werden die Themen nur so um die Ohren fliegen. Das glaubst du gar nicht. Worüber willst du denn sprechen? Über den letzten langen Donnerstag, am 17. Dezember 1993, kurz vor 17 Uhr. Kurz vor 17 Uhr? Siehste, hab ich dich überfordert, ich hab's gewusst. Philipp, hast du das jetzt langsam? Weil ich bin so aufgeregt, muss das Lied singen loswerden. Du willst in dieser Kamera total. Ja, total, dass man auch meine tollen Klamotten mal sieht. Ja. Nicht immer nur da, immer in diese Kamera so ganz dicht und dann darin blitzen. Und dann geht die kaputt vielleicht, weil es zerblitzt ist oder so. Also so ist das wieder. Wenn du da zum Beispiel stehst, bist du total. Wenn ich mich hier hinstelle. Da willst du stehen? Ja. Gut, dann schaltet es dann bitte um und dann singe ich, und Anna sucht den vernünftigen letzten Anrufer. Haben wir jetzt gerade einen? Ja, hallo. Was kann ich für dich tun? Ja, was machst du denn Silvester? Was? Was machst du denn Silvester? Ja, Silvester zählt genauso wie Weihnachten. Einsam, und ihr könnt mich einladen. Ja, und willst du wirklich eingeladen? Ja, Hotline anrufen und dann komm ich. Ja, soll ich dir sagen, wo ich wohne? Nee, nicht jetzt hier. Da kommen ja alle dahin, weil sie mich kennenlernen wollen. Ich wohne in deinem Arschloch. Ciao. War aber schon witzig, war sehr witzig. Mein Gott, konnten wir lachen. So. Philipp, schaltest jetzt um? Sieht das gut so aus, Philipp? Ich sehe das nicht. Ja, sieht sehr gut aus. Soll ich jetzt anfangen? Du kannst anfangen, wenn du willst. Okay. Also ich singe jetzt ein Weihnachtslied. Hallo Peter. Darf ich erst das Weihnachtslied singen und dann mit dir reden? Ja, okay. Okay. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft. Und da fängt dann mein Problem an. Kann mir nur drei Zeilen merken. Kannst du weiter singen? Nee, eigentlich weniger. Kannst du vielleicht eine andere? Einsam wacht nur das. Das Christkind kommt da mit dem Sack
und bring Geschenke in dein Schlafgemach. Da kommt Freude in euer Leben. Scheiße, jetzt hat die Melodie verwechselt. Das ist so wunderschön heute. Und sag jetzt mal die Reggae-Version. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, du bist so nett. La, 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 la. Oh, jetzt geht's los hier. Weihnachtsfeier. So, nächster Anrufer. Haben wir einen Anrufer? Ja, sprechen. Was? Mit Peter. Ja, du sprichst jetzt live. Hey, Peter, wie geht's dir eigentlich? Super, super, super. Hey, Peter, kann man am morgen am nächsten Donnerstag noch hinkommen? Am nächsten Donnerstag? Einfach mal sehen, rausgeschmissen. Ist schon so ausgebucht gewesen jetzt schon. Mein Gott, 5 Minuten noch und das war wirklich eine gute Sendung heute. Hallo. Einschaltquote. Bitte. Hallo. Hallo, Peter? Ah, ja. Na, hier ist der Markus von Gram. Ich möchte gerne, dass du mit meinem Freund Herbert sprichst. Gib mir Herbert. Jo. Hallo. Hallo, Peter. Alles klar, oder was? Herbert? Kannst du in eine Party kommen? Das geht jetzt über Funke, wa? Jo. Jetzt geht über halb Hamburg über Funke, wa? Ey, pass auf. Bleib dran und ich sag dir 777-34-777. Dann könnt ihr auch faxen. Oh, wir kriegen ja Faxe über Funk. Wahrscheinlich weg auch über die ganzen Flugzeuge, die über Hamburg fliegen. Die werden mich jetzt auch verstehen können. Haben wir noch einen netten Anrufer, so vielleicht zum Abschluss? In der besinnlichen Weihnachtssendung. Muss schon sagen, ich habe mir heute selber übertroffen wahrscheinlich. Oh, Philipp? Philipp, können wir denn mit dem Küssen nochmal machen? Das war ja erotisch. Der hört überhaupt nicht. Nee, 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 weiche von mir! Hallo, Peter. Hallo. Worüber amüsierst du dich gerade? Wer bist du denn? Ich bin Lulu. Lulu? Ja. Hast du dir die Hotline-Nummer aufgeschrieben, Lulu? Ja, natürlich. Rufst du mich dann noch privat an? Ja. Bist du auch einsam? Ein bisschen. Ja, du, ich bin... In der Weihnachtszeit sowieso immer. Ja, ich bin ganz gut in Einsamkeit wegmachen. Oh, herrlich. Du sag mal, ja. Ich habe das nicht ganz verstanden, wo deine Straße ist. Das kann man ja privat noch machen, wenn du da die Hotline-Nummer anrufst. Ah. Aber ansonsten ist es Stresemannstraße 375. 375. Und da kommst du, Lulu? Ja, natürlich. Ey, Lulu. Donnerstag. Lulu, ja. Und wenn du sagst, du bist Lulu und du kannst es beweisen, ja. Dann kriegt nicht der doofe Dennis das T-Shirt, sondern du kriegst es. Wow, super. Allein die Vorstellung, wenn du das anhast und dein Freund wird neben dir wach, das ist eine Irre. Aber da freut man ja schon. Okay, aber du musst es wirklich vorher tragen für mich. Du, soll ich schwitzen schon? Guck mal, kann ich hier schon ein bisschen machen. Oh, schön. Also ich glaube, ich werde es lieben. Lulu? Ja? Wie alt bist du denn? Ich werde 21. Und wie kommt es, dass du so auf so einen alten Knacker wie mir gut findest? Oh, du bist so erotisch. Ey, du, das höre ich ja öfters. Ja, und auch dein goldenes Westchen, das steht dir auch immer gut. Du, wenn Bedarf besteht, lasse ich das dabei an. Oh, obwohl, hast du es in Silber? Nee, nur in Gold. So ich auch Minigolf spielen zum Beispiel. Wow. Ey, du, das ist cool, wenn man sich so über Sachen hinweg macht, so, wo die anderen das ablehnen. Also, ich meine... Gold ist nicht so meine Farbe, aber so, ich könnte mich dran gewöhnen. Du, Lulu, für die Top-Frau. Ja? Tu ich alles. Wow. Also dann besorg es dir in Silber, für mich. Lulu, rufst du mich heute privat noch an? 439-7534. Hey, hätte ich nicht besser sagen können, das ist die Hotline. Gut. Partyline. Na gut, ich ruf dich an. Darf ich noch eine ganz kleine Frage stellen? Ja. Gehst du schon arbeiten? Im Moment nicht. Ich gehe im Moment zur Schule. Und was möchtest du mal werden? Oh, Millionärin. Kannst du so einen Mann wie mich ernähren?
Ja, das kriege ich schon hin. Lulu, sag allen, du bist eine Gute. Du okay. kannst sogar hässlich sein. Du bist echt eine Gute. Fein. Okay, also Lulu. Bis heute Abend, ein bisschen später. Du kannst nachts auch anrufen. Okay. Bin ich gewohnt. Ciao. Oh, tschüss. Ja, was soll ich noch sagen? Nächsten Donnerstag, wie gesagt, kommt alle her. Tschüss.